Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Channel. Heute mal ein Video. Na, ist eigentlich nicht wirklich eine Reaction. Doch, ist es schon. Und zwar gucken wir uns heute mal an kleine Tattoos für Männer in 2019. Hat jemand was zusammengestellt? Ich habe vergessen, wie der Channel heißt. Aber ich verlinke ihn ja sowieso, wenn ihr das Original gucken wollt. Einfach nur in die Beschreibung klicken und dann könnt ihr euch das angucken. Da ist der Link. Da ist auch der Link übrigens zu meinem Instagram-Account, Facebook, immer so weiter. Pipapo, von A bis Z, alles da. So, schießen wir schnell mal los hier. Hier knackige 2 Minuten 9. Gucken wir uns mal 20 wunderbare kleine Tattoos an. Was heißt wunderbar? Derjenige oder diejenige hat das so zusammengestellt und ist der Meinung, das sind perfekte Tattoos, so wie sie dann da sind. Und wir gucken es mal an. Vielleicht habe ich ein bisschen was dazu sagen. Ich habe das nicht zu Ende geguckt. Ich habe nur, bis zu Gitarre oder so geguckt und dann ausgemacht. Da habe ich gedacht, so ja, das kann man machen, können wir mal reinnehmen ins Video. Besonders interessant für Leute, die auch kleine Tattoos haben wollen, was ich da so zu sagen habe. Okay, also wenn ich Leertaste drücke, dann macht er mal Pause. Sehr gut, da habe ich was Neues dazugelernt nach 30 Videos. Okay, Tattoo Nummer 1, Rose. Ja, würde ich auch cool finden. Also kann man sich mal gönnen, ja, auf der Hand. Problem dabei ist wieder nur, Leute, denkt dran, ihr habt das für immer. Ja, das heißt, also ich würde das da auch wirklich nur machen, wenn ihr schon einige Tattoos habt am Körper, wo ihr sagt, so ja, das ist voll mein Ding, ich stehe zu Tattoos, Tätowierungen machen mich aus. Dann ist das perfekt. Ja, ist nicht mein Style, mag ich absolut nicht, aber jedem das Seine, ne? Also ich finde es auch unplatziert. Ich hätte das noch viel mehr in Richtung Daumen gemacht. So in die Plackerlücke hier. Mega geil. Also ich muss jetzt immer so schnell Stopp drücken, weil hier die Bilder bleiben nicht lange. Also nicht mal 5 Sekunden, glaube ich. Ja, ist natürlich mega geil, ne? Hier können wir sehen, 12 Sekunden. Ich zeige schon mit meinem Finger rauf, ne? Ich muss mit der Maus raufgehen. 12 Sekunden, keine Ahnung, vielleicht ist es irgendwas Besonderes, vielleicht passiert da irgendwas, irgend so ein geiler. Also es ist eine mega geile Idee, ne? Leute, gerade die Musik zu tun haben, sollten sich das mal abspeichern, dass, also gerade mit dieser Minute, Quatsch, bei 12 Sekunden, dass da halt irgendwas gesagt wird, was anscheinend so besonders ist für denjenigen, ist mega. Und dann natürlich das mit dem Play und Pause und Vorspielen ist auch schon echt geil. Nur einen Stopp gibt es nicht. Wer weiß warum? Hat er vielleicht so gewollt. Finde ich absolut nicht cool. So, Leute, hier können wir schon mal was genau sehen. Und zwar folgendes. Derjenige ist nicht rasiert. Was bedeutet das? Also in den meisten Fällen bedeutet das natürlich, wenn da einer dran war, der Ahnung hat. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das Ganze drauf gefotoshoppt. Ja? Das bedeutet, dieses Tattoo da, was ihr gerade sehen könnt, ist nicht echt. Wenn man auch richtig hinguckt, erkennt man es klar und deutlich. Es ist nicht rasiert und es sieht halt aus wie, ja, wie vom Rechner, also wie vom PC erstellt, wie ihr es genau anguckt. Das ist immer dieses Thema, was ich zu ganz vielen sage. Ihr müsst aufpassen bei diesen Photoshop-Fakes und auch, wie die Leute ihre Bilder ändern. Von den Belichtungen her und sowas alles. Das ist alles wunderbar, wenn man das ein bisschen macht. Aber das muss man in Grenzen halten, ganz klar. Wenn man dazu krass übertreibt, dann finde ich, das ist ein absolutes No-Go. Dann verarscht du denjenigen da draußen. Hallo! Das haben auch richtig viele, ne, so eine Pfeilsachen. Falls einer weiß, was das bedeutet, kann er mir mal gerne das schreiben in die Kommentare. Ich habe da echt keine Ahnung, was das ist. Finde ich auch geil mit dem Reisen. Finde es aber noch geiler, wenn du die Langkarte mit drauf machst, in Linienstyle, also sprich nur Lining, und dann immer so kleine X-e machst, zum Beispiel in Rot, wo du schon überall warst, das immer nachträglich hinzufügst. Das ist wie so ein kleines Tagebuch auf der Haut, wo man dann halt schon war in bestimmten Orten. Voll geil. Geile Idee. Sollte vielleicht der ein oder andere da draußen mal umsetzen. Richtig ausgelutscht. Leute, lasst das sein mit diesen Herztönen, Pipapo. Man kann geschichtlich für die Bedeutungen deiner Kinder, Eltern, Familie, wie auch immer, was dir passiert ist, viel krasser darstellen als nur mit diesen einfachen Worten. Oder nimmt die Worte und packt das anders um, packt da noch was dazu. Das hat doch jeder Mensch. Wir Menschen wollen doch gar nicht, dass wir das haben, was der andere trägt. Das ist doch blöd. Klar, irgendwo haben wir alle das Gleiche, aber es ist immer abgewandelt. Ja? Sorgt doch dafür, dass es ein Unikat ist.
auch richtig geil, aber ich finde es völlig unplatziert. Also, das ist keine schöne Stelle da. Besonders wenn man irgendwann weitermachen will. Das ist irgendwann im Weg. Maori kann ich überhaupt nichts zu sagen. Also klar, schon, wie es gestochen ist und sowas alles, ist aber überhaupt nicht mein Style. Würde ich so. Du weißt nicht wirklich, was es bedeutet. Ich würde es, wenn dann, von jemandem mir stechen lassen, der auch wirklich Ahnung davon hat und der jedes einzelne Detail weiß von jedem anderen, weiß ich was. Das hat ja richtig Bedeutung. Ja, diese Ecken, die du jetzt da siehst, die Dreiecke, kann ja, weiß ich was, bedeuten. Penismund oder sowas. Es gibt so viele Bedeutungen, es sind wie chinesische Zeichen. Mach das lieber von jemandem, der richtig Ahnung davon hat, der wirklich das auch wirklich jeden Tag nur macht. Ah, dieses typische King-Queen-Ding. Ah, ist auch so eine Sache. Kann man machen, muss man aber nicht. Ist, war am Anfang cool, ist aber mittlerweile auch schon sehr, sehr ausgelutscht. Aber nichtsdestotrotz kann man das machen und hat was. Aber haben schon viele, das will ich damit sagen. Auch das haben relativ viele, beziehungsweise wenn immer viele haben. Aber ich kann euch sagen, bei vielen sieht das gar nicht so aus wie jetzt da auf diesem Bild. Und zwar kriegen sie das nicht hin, vernünftige Linien nebeneinander zu stechen. Aus folgendem Grund, das ist auch verständlich, sie benutzen nur eine Nadel für dieses Tattoo da, was ihr sehen könnt. Das heißt, sie ziehen mit einer Nadel alle kompletten Linien. Klar füllst du hier welche aus, das kann man alles machen, gar kein Problem. Aber wenn du hier eine dünne Linie hast, dann kannst du, also was ich damit sagen will, ist es besser, hier zwei verschiedene Nadelgrößen zu nehmen. Ja? Für die dünnen kleine Dreier und für die anderen eine Siebener. Ja? Was folgen, viele mischen dann einmischen. Malen das dann aus, das etwas dickere Kästchen nenne ich es jetzt mal, oder Linie, und die hauen das so tief in die Haut, dass es dann verläuft und das sticht sofort, also kommt gegen das andere quasi, also gegen den anderen Strich, ja, sozusagen, ja. Mir fehlen schon wieder die Worte, unglaublich. Viele machen dann Fehler, da würde ich lieber zwei Nadeln nehmen. Auch, ja, klar, ist dann wieder, sagt derjenige sich wieder so, oh mein Gott, dann gebe ich ja so viel Material aus für so ein kleines Tattoo, wo ich nicht viel dran verdiene, man, dann packen 10er mehr drauf. Ja, da haben wir es wieder. Oh, so mal ganz cool. Einer tanzt aus der Reihe und alle anderen sind gleich. Das ist ganz cool, das Ding. Also so denke ich mal, schätze ich jetzt, wird das Bedeutung sein. Ist cool. Schöne Stelle. Hier haben wir es wieder. Ich finde, es ist unplatziert. Das müsste viel mehr hier plackermäßig. Ich würde, hier muss es hin. Und nicht hier mitten rauf, das Fass auf der kompletten Handfläche da. Da verbrauchst du alles. Finde ich auch völlig fair am Platz. Also gerade kleine Tattoos musst du genau durchdacht platzieren. Ganz klar. Das ist einfach so mitten in der Mitte vom Hals. Erstens hat der kaum Tattoos, wie man anscheinend sehen kann. Und zweitens, da gehört nichts Kleines hin. Es muss angepasst werden. Es muss, wenn dann hier irgendwo sitzen und nicht hier. Also, finde ich, ist fair am Platz. Ja, Krone. Ja, Queen King Ding wieder. Das ist auch so. Haben wirklich auch schon ganz, ganz viele. Also, wenn dann in Verbindung mit was anderem, aber so einzeln, ich weiß nicht. Ja, ist mal was anderes. Also ist für so ein typisches Hund-Katze-Tattoo ist das schon cool, weil so habe ich es noch nie gesehen. Das ist jetzt mal was anderes. Sonst kennt man nur immer diese Pfoten oder in Linien gezogen, komplett durchgezogen, halt quasi das Herz. So ist ganz cool. Ey, das ist hier auch geil. Geil, als Blume, geil gemacht. Also die Ausführung ist jetzt mal was anderes, aber von der Idee her mega. Auch das ist ganz klar, es gehört zu den ausgelutschten Sachen. Nichtsdestotrotz, natürlich möchte man sowas auch haben und jeder sollte ja das nehmen, was dir halt gefällt. Also ja, ich kann immer nur sagen, mir geht es danach, ich will halt nicht so viel haben, was andere haben. Klar habe ich das jetzt auch auf dem Körper, aber ich lerne ja auch immer dazu. Ja? Und wir Menschen ändern uns ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du dieses Tattoo
gerade auch an dieser Stelle irgendwann bereust, wo du dir sagst, so, hätte nicht sein müssen. Oh, habe ich auch schon mal tätowiert. Da habe ich diese typischen christlichen Beeren noch dazu gemacht mit diesem Strauch. Das ist so, glaube ich, Unkraut. Auch mega geil. Und dann habe ich, glaube ich, in die Mitte auch noch so ein Herz gemacht, so ein bisschen trashig. Das ist geil. Ich glaube, wir hätten es nochmal gemalt. Das ist von Da Vinci? Ich überlege gerade. Schreibt es in die Kommentare. Ja, auch dieses Norden, Süden, Osten Ding ist, also so wie ich es jetzt gerade drauf sehe, ist es halt auch ausgelutscht. Aber wie gesagt, kann man halt machen. Aber ich sage halt nur, ja, hat halt wirklich wieder jeder. Ne? Es ist so einfallslos, finde ich halt. Und das links auf dem Arm, das weiß ich gar nicht, was das darstellen soll. Kann ich euch leider nicht sagen. Cool. Besonders hauchdünn gestochen. Macht was her, das ist geil. Vor allem Mini ist es, ne? Ah, das war's an dieser Stelle. Wir sehen uns natürlich im neuen Video. Gebt dem Video ein Däumchen nach oben, ein Däumchen fürs Fläumchen, sage ich immer. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Mensch, ich habe es zum ersten Mal richtig gesagt. Gibt's doch gar nicht. Irgendwann lernt ihr halt irgendwie dann doch dazu. An dieser Stelle, bis deine Antenne. Haut rein!